Ciao, dir das Malai. Pass auf, Pepper. Super cool. Dieser Erde. Willkommen auf der Lego-Insel. Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen, wenn du es noch nicht vergessen hast. Wählt unser großes blaues Steinbuch und schreibt euch bitte ein. Jawohl, und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP von mir, und zwar Abenteuer auf der Lego-Insel Teil 1. Das Spiel, das ich seit meiner Kindheit, seit es rausgekommen ist, nicht mehr gespielt habe, und das vermutlich mit gutem Grund, weil irgendwie glaube ich, dass da Nostalgie ein bisschen mehr tut als irgendwas anderes. Aber ich werde das für euch mit euch spielen. Ich hoffe, wir haben viel Spaß. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ja, das war interessant. Weißt du, ich verrate das ja nicht jedem, aber du musst das so machen. Wähl die Buchstaben in deinem Namen und klick das Häkchen an, wenn du fertig bist. Und schon kann der Spaß so richtig losgehen. Verrückt, dankeschön, lieber, wer auch immer du bist. Ja, ein total irres Spiel. Stellt euch auf ein bisschen, also wenn ihr es früher gespielt habt, und ich hoffe, ihr habt es alle früher mal gespielt, dann stellt euch darauf ein, dass das Spiel doch ein bisschen bekloppter und durchgedrehter war, als ihr es in Erinnerung hattet. Im Sinne von, leck mich am Arsch, welche Drogen haben die genommen? Ich freue mich drauf. Ich starte mal. Okay, dann wollen wir mal. Hier kann man so viel machen. Rennen und Jetski fahren und basteln und fliegen und zuschauen und viel Spaß haben. Und du weißt schon, ich bin selbst nicht sicher, was es da noch so alles gibt. Frag nur die anderen. Du weißt doch, dass du die Lego-Insel nur als Lego-Figur besuchen kannst. Klick also einfach die Figur deiner Wahl an. Und zieh sie auf der Karte an die Stelle, die dich am meisten interessiert. Und schon bist du da. Klick mich einfach an, wenn du irgendwelche Tipps brauchst. Okay, vielen Dank. Ja, wir werden natürlich mit Pepper spielen, denn die beiden hier und die beiden hier sind dafür da, dass man die Minispiele spielen kann. Mit Pepper kann man die aber auch spielen und eben die Story auch spielen. Und das wollen wir natürlich machen, deswegen spielen wir mit Pepper. Ich werde nicht auf 100% spielen, das heißt, ich werde nicht in allen Rennen und Aktivitäten hier versuchen, den absolut besten Platz zu erreichen, denn das ist mühsam ohne Ende mit der Steuerung, das werdet ihr gleich sehen. Wir können auch hier nochmal gucken. Auweia, ja, genau. Der Punktewürfel. Hier ist der Punktewürfel. Du verdienst dir Steine, indem du Rennen gewinnst oder Pizzas ausfährst. Ob du dich für Pepper, Mama, Nick oder eine andere Figur entscheidest, rot ist für die Champions, blau für den zweiten Platz, gelb für den dritten Platz und grau. Grau heißt, du hast noch gar nicht angefangen. Genau. Und da können wir dann eben nachschauen, was wir alles geleistet haben. Schön, dich zu sehen. Schnauze. Wir gucken uns jetzt das Video von Pepper an. Hui, ich bin der Flitzer mit der Pizza. Sieh dir das mal an. Perfekter Winkel. 45 Grad. 90 Grad, 45 Grad, ich habe mehr Grad als ein Thermometer. 10 Grad, mehr Grade als ein Akademiker. Hier kommt Professor Steinstark. Er skatet, Mongo-footet. Alles unter Kontrolle. Pepper, der ist echt scharf. Das bin ich. Das ist und also jetzt Pepper. Bist du Pepper.
Willkommen auf der Lego-Insel. Dankeschön. Okay, wir sind Pepper. Oh mein Gott. Und jetzt bist du Pepper. Ja, ich weiß. Willkommen auf der Lego-Insel. Ja, danke. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Das ist jedes Mal so ein gewissen... Nein, hier will ich nicht hin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Da geht's raus. Juhu, wir sind da. Wir sind Pepper. Und, das ist die Lego-Insel. So sah das aus. Liebe Freunde, der Nostalgiefaktor lässt vielleicht gerade so ein bisschen nach. Die Steuerung ist übrigens eine Katastrophe. Man kann einmal mit der Maus steuern. Wenn ich gedrückt halte, kann ich hier so ein bisschen... Ja, das ist super schwammig, super ätzend. Und Pfeiltasten, die haben allerdings als Nachteil, dass wenn man einmal kurz auf eine Seitentaste drückt, ne? Du bist verhaftet. Ach, du bist. Na, du bist nicht verhaftet. Aber ich behalte dich im Auge. Jawohl. Du bist wahrscheinlich gekommen, um den Hubschrauber zu bauen. Kann man machen. Noch langsam Zeit, Mittag zu machen. Nein, nein, ich habe schon gegessen. Moment mal, ich habe hier eine Einladung. Nein, eine Vorladung. Du bist verhaftet. Ach, das bist ja immer noch du. Warum machst du dich nicht einfach nützlich und baust den Hubschrauber? Bringe die Steine ins Rollen! Rühren! Ich mag dich, Kindchen. Okay, alles klar. Okay, wir bauen einfach mal den Helikopter zusammen. Das können wir hier machen. Hallo, ich heiße Ingo Nö oder auch Ingobert. Ich setze nur schnell die Polizeikappe auf und aufgepasst! Bring die Steine ins Rollen. Nur immer locker bleiben, kleiner Scherz. Da spricht die Kappe und nicht ich. Egal, zurück zum Bauen. Du würdest also gerne einen Hubschrauber bauen. Falls nicht, musst du dich für das Dreieck entscheiden und dich verabschieden. Wenn ja, hier ein paar Infos. Erstens, mit dem Hebel bewegst du die Regale mit den Bauteilen. Anklicken und rüberziehen. Zweitens, die Farben gibt's hier. Drittens, so kannst du den Hubschrauber zum Rotieren bringen. Viertens, wenn du fertig bist, klickst du das Dreieck an und meldest dich damit zum Einsatz. Jawohl, Ingo Neuer. Du hast den dümmsten Namen im Spiel, geh weg. Wir bauen uns jetzt einen Helikopter zusammen. Das ist übrigens das, was am nächsten an Lego selbst rankommt in diesem Spiel. Aber mein Gott. Hat immer Spaß gemacht. Deswegen, zack. Wunderbar, tolle Soundeffekte. 90er lassen grüßen. Wo haben wir denn... Wo, ach Gott, wer sortiert denn solche Sachen? Da. Wir können übrigens nicht zurück. Wir müssen immer nochmal nach vorne durchklicken. Ah, jemand hat sinnvoll sortiert. Doch nicht. So. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hoffe, ihr habt das früher auch mal gespielt, das Spiel. Und bei mir ist das gerade wirklich... Mist, die falsche Seite. Ein absoluter Nostalgie-Flash. War eines der ersten 3D-Spiele auf dem PC, die ich gespielt habe. Und ich hatte tierisch viel Spaß damit. Ich habe es lange und intensiv gespielt und immer wieder. Denn eigentlich ist das Spiel nämlich ultra kurz. Und bietet nicht viel. Aber, es hat irgendwas und es hat vor allen Dingen, es hat mehr Charme als alle anderen Teile, finde ich. Super gemacht. Geh jetzt raus zum Hubschrauberlandeplatz vorne rechts, gleich beim Gefängnis und mach dich zum Abheben bereit. Wird gemacht. Ach, noch was. Halt Ausschau nach dem Steinbrecher. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Unser Helikopter ist fertig gebaut. Dann können wir hier wieder raus aus der Polizeistation. Oh nein. Hey, was war das denn? Ach, ich dachte schon, es wäre der Steinbrecher. Du bist nur der Hubschrauberfreak. Gut gemacht. Was wollte ich dir gleich nochmal sagen? Ach ja, der Hubschrauberlandeplatz ist da drüben, neben dem Gefängnis. C4. Ja, genau. Alle Neune. Dann gehen wir da jetzt hin. Da steht da doch schon der Helikopter. Yeah, großartige Musik. Die Musik des Steinbrechers. Pepper oder was? Pieper. So schreibt man's doch, oder? Ich hab ja gehört, dass du nicht sonderlich gut lesen und schreiben kannst. Hey, lies das mal. Ja! Was? Und ich bin der Idiot hier auf der Insel, oder wie? Absolut verständlich. Oh, hier hinten ist ein Knöpfchen. Du Pepperoni, der Anblick hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir sollten mehr Schulen bauen und nicht so viele Gefängnisse. Warum bauen wir nicht eine Schule? Wir könnten mit diesen Steinen hier anfangen. Pepper, Pepper. Ach, halt doch die Schnauze. Das ist eigentlich nur dafür da, um uns auf den Sack zu gehen. So, wir haben aber einen Helikopter und der nicht, deswegen können wir jetzt hier rumfliegen. Juhu. Welch Freude. Mein Gott, macht das einen Spaß. Und das war's. Das war die ganze Insel. Oh, man wird doch relativ schnell.
Okay, landen. Großartig. Hat großen Spaß gemacht. Wie komme ich hier raus? Oh mein Gott, wie komme ich denn hier raus? Hilfe? Ah, yay. Okay, ja, das war toll. Das war, hatte sehr viel Gutes, diesen Helikopter zu fliegen. Ich fühle mich jetzt um ein großes Stück... Warum lässt man eigentlich ein Kind Helikopter fliegen? Ist das, das kann eigentlich, das sollte eigentlich... Und warum läuft die Musik des Steinbrechers immer noch, obwohl ich auf der normalen Insel bin? Immer diese Bugs, hoffentlich kommt da ein Patch nach. Ah, geht doch. Lego, Lego. Großartige Songs. Huch. Okay, wäre es jetzt GTA 1, wüsste ich, was ich da zu tun habe, aber in dem Fall bin ich aufgeschmissen. Ich gehe jetzt mal da hinten hin, denn da gibt es noch ein Autohaus, eine Tankstelle, was auch immer, und da können wir ein Auto bauen. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen Bau-Action. Hey Schätzchen, was führt dich denn hierher? Ich wette, du wolltest dir die 7 Wunder der Lego-Insel ansehen. Nein. Tja, das sind wir. Wir haben rund um die Uhr 7 Tage die Woche geöffnet. Und aus irgendeinem Grund werde ich nie müde. Weil ich ein Nervenbündel bin. Ja. Das LSD hilft auch. Also wenn du einen Wagen bauen willst, geh einfach rein. Die erste Tür rechts. Falls nicht, geh trotzdem rein. Hubi wird vor Freude ganz von den Steinen sein. Du musst mir meine Wortspiele verzeihen. Ich übe für den Talentwettbewerb der Lego-Insel. Mhm. Ja, nun. Okay. So, hier gibt's ein... Hi Pepper, wie geht's? Wie läuft's denn so frisch montiert? Wie ich immer zu sagen pflege, das Leben ist wie ein Skateboard. Je breiter das Brett, desto höher das Wasser. Ja, sag immer, wie geht's? Also, wie geht's? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Wiedersehen. Oh, hallo. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Was hab ich nur für ein schlechtes Benehmen? Ich bin Ingo Nö. Ich setz erstmal meine offizielle Kappe auf und dann kann's losgehen. Wow, mit dem Bauen deines Autos. Wenn du keine Lust hast, klickst du das Dreieck an. Ich bin ziemlich beschäftigt, aber neuen Freunden gebe ich doch immer gerne ein bisschen Starthilfe. Okay, mit diesem Hebel bringst du die Regale in Bewegung und kannst dir so die Teile für dein Auto ansehen. Du klickst sie an und ziehst sie runter. Du gibst ihnen die Farbe deiner Wahl. Mit diesem Hebel drehst du das Auto dann, um es von allen Seiten begutachten zu können. Wenn du das Dreieck anklickst, bringt jemand dein Auto nach draußen und macht es startbereit. Dann kannst du eine Testfahrt machen. Yo! Yo! Großartig. Dann bauen wir uns mal ein Auto zusammen. Das ist nicht der Rennwagen, sondern das ist nur ein normales Auto, mit dem wir draußen rumfahren können. Das ist eigentlich, glaube ich, genauso wie mit unserem Skateboard einfach. Haben wir also jetzt nicht sonderlich viel von, aber ist ja egal. Wir wollen erstmal alles zusammenbauen, was wir zusammenbauen können. Denn warum nicht? Das ist doch das Ding. Aha. Bisschen frickelig. So? Ja, wie denn? Aha. Wow, das ist ein echt toller Wagen. Wir bringen ihn nach draußen, damit du ihn einfahren kannst. Gute Fahrt. Ach ja, wenn du willst, kannst du wiederkommen und das nochmal versuchen. Okay, ja, wenn ich will. Aber warum sollte ich das? Ich habe ja schon ein Auto. Wie viele Autos soll ich mir denn bauen? Na, wenn das keine Schönheit ist, klick das Auto einfach an, wenn du dich hinter das Steuer klemmen willst. Gute Fahrt. Wiedersehen. Das ist mein Lieblingsauto. Ich weiß, dass man sich davon nur schwer trennen kann. Wiedersehen. Aber wenn du trotzdem aussteigen willst, kriegst du einfach deine Hände an. Aha, okay, das war wenigstens ein wichtiger Hinweis. Man soll also seine Hände andrücken, damit man aussteigen kann. Das ist doch... Das kann ich machen. So, dann fahren wir hier jetzt zum Rennplatz. Wie schnell seid ihr so? Genau, und hier gibt es die Rennstrecke und da kann man nämlich auch was machen. Nämlich sein Rennauto zusammenbauen. Hallo Ingo. Na, alles im Lack? Ja. Ich bin Ingo Nö und du bist super pünktlich. Moment, ich setz mir mal die Karte auf. Wow, echt cool, was? Bist du bereit, dein eigenes Auto zu bauen? Falls nicht, kannst du dich durch Anklicken des Dreiecks aus dem Staub machen. Ich hab hier ziemlich zu tun, also hol mich nur, falls du den Kopf verlierst. Ich weiß, dass du mehr Köpfchen hast als ich. Ich hab zig Autos gebaut. Du machst das also garantiert mit uns. Mit diesem Hebel bewegst du die Regale mit den Autoteilen. Klick sie an, zieh sie zum Rahmen. Die Farben findest du da drüben. Und mit Hilfe dieses Hebels kannst du dir dein Auto von allen Seiten anschauen. Wenn du fertig bist, klickst du das Dreieck an und bringt deinen Wagen für eine Testfahrt nach draußen. Na dann, viel Glück. Ich muss jetzt los. Ich frag bloß nicht, warum.
Uiuiui. Steinstarke Reifen hast du da. Super gemacht. Ich lass es von jemandem nach draußen bringen. Ach ja, komm einfach wieder vorbei, wenn du später noch Änderungen vornehmen willst. Nein. Alles ganz individuell. Gut, hau ab jetzt. Großartig, wir waren schneller als deine Einführung. Ja, ja, ich muss Ingenieur zustimmen. Du hast ein starkes Teil gebaut. Jetzt wollen wir aber mal sehen, was der Wagen so drauf hat. Gleich in einem Rennen antreten. Jawohl. Schwing dich hinter Steuer und schon kann's losgehen. Mach ich.